Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht es bereits schon im Titel eingeblendet. Ich treffe Leonardo da Vinci. Es wird nicht so episch, wie ich es gerade gesagt habe, aber schaut einfach selbst. Viel Spaß mit dem Video. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Coco auf der Haut, wir sind laut, bisschen drauf. Die Welt, wie sie mir gefällt. Coco auf der Haut, wir sind laut, bisschen drauf. 20 Minuten später. Da sind wir, Freunde. Jetzt müssen wir gucken, wo wir ankommen oder wo wir reinkommen. Ein Stockwerk höher und ein bisschen versteckt. Kurz für die Leute zur Erklärung, die nicht wissen, wer Leonardo da Vinci war. Er war ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphysiolog. Und dazu gilt er noch als einer der beliebtesten, berühmtesten, Universalgelehrten aller Zeiten. Geboren wurde er am 15. April 1452 in Anciano in Italien und ist am 2. Mai 1519 verstorben in Frankreich. Einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen,
Wie viel ist eigentlich die Mona Lisa wert? Das kann ich euch ganz einfach beantworten. Heute, wenn sie heute jemand kaufen wollen würde, müsste dieser Mensch sage und schreibe 834 Millionen Dollar ausgeben, um ein Gemälde zu bekommen, das nicht mal so groß ist wie das da hinten. Eher wie das da. Ein Gemälde so groß wie das dort hinten. Und dafür 834 Millionen Dollar. What? Na gut, man muss dazu sagen, 1962 wurde sie auf 100 Millionen Dollar geschätzt, aber aufgrund der Inflation ist sie halt jetzt auf 834 Millionen Dollar gestiegen. Wenn ich schon mal dabei bin und hier gerade am Labern bin, dann würde ich euch bitten, wenn ihr könnt, mich zu unterstützen, dabei eine neue Kamera zu kaufen, damit ich nicht immer mit meinem Handy vloggen muss, oder mich einfach so generell zu unterstützen. Dafür findet ihr alle, also für Spenden, das ist ein Spendenaufruf hier, dafür findet ihr alle nötigen Informationen unten in der Videobeschreibung. Bitte nur die spenden, die spenden können, alle anderen, gebt das Geld nicht für mich aus, gebt es für andere sinnvolle Sachen aus. Ich würde mich trotzdem freuen und jetzt geht's weiter mit dem Video.